Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind zurück, Kingdom Under Fire, und wir sollen jetzt das Dorf Under Fire retten. Dann legen wir mal los. Achso, ich wollte noch was gucken. Was habe ich denn da für eine Fähigkeit bekommen? Rückzug. Rennt rückwärts, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Ändert eure Haltung zu Dolch, wenn während. Okay. Ja, da unten sieht man auch noch. Vorschauen. Okay. Weiter geht's. Ah, bevor wir da reingehen, was steht denn da an Zielen? Gewinnt das Bollwerk der Graunebelstraße zurück. Bedingung für Sieg, besiegt die Enkablossi. Bedingung für Niederlage, der Held und alle verbündeten Einheiten sterben. Na dann, ich gehe erstmal auf Bogen. Ist jetzt für mich als Anfänger noch ein bisschen unübersichtlich. Aber sofern wir hier was aus der Entfernung machen können. Thank you for your help. The Central Plaza is in danger. Please help our men there. Got it. You protect your villagers. Ja, wir beschützen. Gibt es hier eigentlich auch irgendwas zu looten? Ich habe irgendwie noch gar keinen Loot gesehen, kann das sein? Oh, was ist das? Gut, das geht mit den Dolchen ein bisschen schneller. Tötet sie alle! Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, wir müssen aber mit dem Dolch rein. Ich habe natürlich Angst, so als zierliche Elfin in den Nahkampf zu gehen. Kritischer Treffer. Da ist noch einer. Gut. Immer noch kein Loot. Barrikade ist vernichtet. Da hinten treffen. So, von hier? Irgendwie noch nicht so ganz, ne? Der sieht stark aus, seid vorsichtig! Ja, ja, und ich soll mich hier durchschnetzeln, oder wie? Alter! Alter! Alter, was macht ihr mit mir? Ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ich habe wenig Leben! Ich habe doch einen Heiltrank, oder? Ja. Also dieses... Ausweichen, ne? Umschalttaste. Diese Umschalttaste, die muss ich irgendwie noch mal umlegen.
gefällt es auch nicht so ganz. Manchmal diese Umschalttaste. Quasi etwas machen, Fingerakrobatik machen muss, was mir nicht gefällt. Was tut er da? Was tust du da? Also tut mir leid, wenn das jetzt gerade super konfus war, aber ich tue mich noch etwas schwer damit. Vielleicht gucke ich mir einmal kurz die Steuerung an. UI, Schnelltasten, Heldenfähigkeit, Gruppen, Einheiten, Helden, Heldenkampf, schwacher Angriff, starker Angriff, Spezialtaste, Left Shift, L Alt. Vielleicht. Wo ist denn hier? Was ist denn mit Steuerung belegt? Ist irgendwas mit Steuerung belegt? Schnelltasten, Funktionstasten, Numpad, Kamera, auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch Linkshänder, das heißt, ich greife ja auch nochmal anders. Left Shift, Spezialtaste. Hallo? Zum Zuordnen auf Feld des Tastenkürzels drücken. Also darauf, oder? Ne, darauf. Wieso geht das nicht? Zurücksetzen, anwenden. Ich würde dort gerne draufklicken. Wieso kann ich das nicht ändern? Vielleicht geht das in der Mission nicht. Oh, heilige Scheiße. Was hat die denn vor? Was passiert hier? Was nun? Sind wir gefangen genommen? Ja, Hilfe! Hilfe kommt! Hilfe kommt! Glenn ist da! General Rasta Glenn! Holla! Immer diese scheiß Angeber. Cool. Frag mich, wie er das mit einschüssigen Frontladern macht. Das muss Magie sein. Da kommt er angewatschelt. Das hätten wir auch allein geschafft. Nicht, vielleicht. Oder doch. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. You saved us, General. You'd better be careful. That was too reckless. General, thank you for saving our village. Really, you don't have to thank us. We were just doing our job. By the way,
What's the damage? The militia has sustained some damage. Most of the villagers are safe. This is all thanks to you. That's a relief. General, we're almost done repairing the village. All right then. We'll start moving out in a while. Mm-hmm. Das ging ja alles fix. Oder wie seht ihr das? So, hier sehen wir ein paar andere Spieler. Postfach. Hier stehen ein paar Truppen rum. Gut, 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 gut. Sprecht mit Glenn, um die Quest abzuschließen. Glenn, 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 da. You came. Zum Glück konnten wir immerhin diesen Ort zurückerobern. Schauen wir uns im Dorf um, um einen Eindruck von der Lage zu bekommen. Konntet ihr euch etwas ausruhen? Tut es jetzt, denn danach werdet ihr eine Weile keine Zeit dafür haben. Was kriegen wir dann? 60 XP, 220 Gold und Handschuhe. Und ein Paket. Okay, okay. Zustand des Dorfes. Ich war überrascht, dass ihr euer Leben so riskiert habt. Ich weiß, dass Thompson manchmal unbedacht agiert, aber wusste nicht, dass ihr vom selben Schlag seid, Knobeline. Ihr wärt jetzt tot, wenn wir noch später gekommen wären. Ich glaube nicht, Tim. Trotzdem konnten viele Dorfbewohner gerettet werden, weil ihr so schnell gehandelt habt. Warum besucht ihr nicht ein paar Dörfler und schaut, ob sie irgendwas brauchen? Okay, sprecht mit Gainers, mit Lux und Greymoot. Auch das tun wir. Ich glaube, mein Controller vibriert. Ich kann das auch mit Controller steuern, scheint. Das wusste ich gar nicht. Das scheint... nein. Hilfe! Abbrechen! nein, ich will das nicht weiter mit Controller spielen. Aber ich muss den mal etwas zur Seite packen, damit er nicht die ganze Zeit rumvibriert. Gut. Was haben wir hier denn noch? Warte, erstmal Handschuhe anziehen. Neue Handschuhe. Was kann die denn? Plus 2, plus 2, plus 29. Nehmen wir noch ein neues Oberteil. Alter. Was passiert denn mit unseren Lebenspunkten? Und was ist das? Ladet eure Kubik per Rechtsklick auf. Kubik-Paket. Verwenden. Aha. Was sind Kubik? Wir werden es irgendwann rausfinden. Dorfbewohner Tenderin, habt ihr was zu essen? Ich bin am Verhungern. Wir müssen den Schutt beiseite räumen, bevor wir das Dorf wieder aufbauen können. Aber so viele Männer sind im Kampf gefallen. Hauptmann, könnt ihr bei den Aufräumarbeiten helfen? Der südliche Teil ist schon fast freigeräumt, aber im Norden beginnen die Arbeiten erst. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr dort helfen könntet. Ich werde euch eure Hilfsbereitschaft nicht vergessen. Have a good day. Ja, tun wir. Wir müssen ja eh noch in die Richtung, glaube ich. Was sind das hier, Trümmer? Nö, das sind keine Trümmer. Da ist irgendwas Grünes. Oh, okay. Also nichts Kompliziertes. Die haben wir doch gerade weggeräumt. Warum sind die immer noch da? Ja, der gute Wille zählt. Springen können wir anscheinend nicht. Und die Trümmer sind schon wieder da. Naja, okay. So, wen haben wir hier denn noch? Hallo? Wo führt mich denn dieses Gespräch hin? Da. Gainers. Zustand des Dorfes. Was? Ob es mir gut geht? Ihr meint, mir ginge es gut, wenn mein Haus in Trümmern liegt? Mann. Boah. Ich
Sollte dich ja nur fragen. Tut mir leid. Was haben wir hier? Hier rum? Da rum? Wo ist er denn? Da! Lux. Ach, Lux ist eine Sie. Eine junge Sie. Ihre Mama ist weg. Ich will zu meiner Mami. Wo ist Mami? Jo, trotzdem noch sehr freundlich. Gut. Immer in die Richtung muss noch einer sein. Und allein. Wo ist denn der letzte? Oh. Goldhammer. Den sollen wir anscheinend noch nicht. Aber der sah witzig aus. Greymond. Ein Zwerg. Diese dunklen Bastarde haben meine Werkzeuge durcheinander gebracht. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um meine Werkzeuge zu ordnen, die Bastarde. Was? Ob ich sonst schweren Schaden erlitten habe? Das ist ein schwerer Schaden. Ich hätte sie lieber zerstört, als so durcheinander. Okay, Elfen und Zwerge verstehen sich ja eh nicht. Gut, Quest abgeben. Dorfvorsteher Baus. Hab Dank für eure Hilfe. Die Dorfbewohner lassen euch Grüße ausrichten. Aha. Na dann. Heldenfähigkeit Waldeszorn. Okay, da müssen wir gleich nochmal reingucken. Hä? Was? Teleport? Nein. Achso, ich habe den Kristall entdeckt, deswegen ist es aufgeploppt. So, Onkel Glenn. Es scheint, das sei die Situation weit schlimmer, als ich erwartet hatte. Ihr müsst ihnen helfen. Tue ich doch. Tue ich doch. Glenns Sorgen. Glenn hat Sorgen? Dank euch sind wir früher vorgestoßen. Wären wir nur etwas später gewesen, wären alle in Gefahr gewesen. Auch ihr und die Dorfbewohner. Ihr seid noch nicht ganz auskuriert, also überanstrengt euch nicht. Na dann. So, was hatten wir denn da Schönes auf Taste K? Grundfähigkeit. Schnellfeuer. Schnellfeuerziel. Okay, okay. Das haben wir doch alles, ne? Auflauern. Auflauern. Tiefer Überfall. Tiefer Schnellangriff. Rückzug. Was ist denn hier mit den Dingern? Aktivieren per Linksklick während Rückzug. Okay, eine Kettenfähigkeit. Die wird uns dann ja, glaube ich, angezeigt. So, was haben wir hier noch? Da, anschwellender Gegenangriff. Das sind alles automatische Fähigkeiten. Kombos. Waldeszorn. Rückzeit immer anwenden. Gut. Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Lassen wir das erstmal so stehen. Thompson! Glenns Adjutant. Ich bin Thompson, das wissen wir. Früher diente ich als Centurio unter dem Grafen, doch jetzt stehe ich General Glenn als Adjutant zur Seite. Ich habe während der unruhigen Zeit des Zweiten Kreuzritterkriegs all meine Männer verloren, doch der General hat mich unter seine Fittiche genommen. Seitdem folge ich ihm treu. Ihr glaubt, dass ich jetzt in einer niederen Position bin? Mitnichten! In meinem Alter bereits Centurio gewesen zu sein und nun für einen so großartigen Mann wie General Glenn zu arbeiten, ist eine große Leistung. Was? Ihr dachtet, dass ich schon in den 40ern bin? Um Himmels Willen, nein, ich bin erst 27. Ich glaube dir nicht. Der verletzte Thompson. Seid ihr wieder bei Kräften? Ich muss noch genesen und brauche viel Ruhe. Ich habe gesehen, wie ihr gegen die Enka Blossi gekämpft habt. Jetzt weiß ich, warum General Glenn immer nach Hauptmann Knobeline fragt. Aha. Und wegen meinen anderen Vorteilen.
Aston vor aufräumen. Die Dinge stehen gut. Es ist ein Glück, dass der angerichtete Schaden nicht allzu groß war. Aber die Dorfbewohner und die Soldaten sind erschöpft und es ist noch immer viel zu tun. Die Leute brauchen auch etwas zu essen. Warum zieht ihr nicht los und jagt ein paar Tiere, damit wir sie mit Fleisch versorgen können? Ich würde ja selber auf Jagd gehen, aber ich bin verletzt und die Soldaten auch. Hauptmann Knobeline, könnt ihr bitte ein paar der Elche in der Nähe des Dorfes jagen? Es wird die Männer aufmuntern, wenn ihr ihnen Fleisch bringt. Ein paar große würden für ein ganzes Festmahl reichen, bitte. Fleisch. Was ist das für ein Zeichen? Achso, Questabgabe. Da ist auch noch einer. Jager. Gemunkelt über General Glens Fähigkeiten. Gerüchte sind ja meistens übertrieben, aber General Glen ist legendär. Manchmal musste ich selbst in der Hitze des Gefechts so über seine Fähigkeiten staunen, dass ich darüber meinen eigenen Kampf vergaß und fast umkam. Ist das zu glauben? Was für ein Mann. Ja, was für ein Mann. Tutorial, Gegenstände ausrüsten. Knobeline, ihr könnt mit dieser abgenutzten Waffe noch kämpfen? Meine Güte. Ihr seid besser als ich dachte. Ihr seid besser als ich dachte. Ja, okay. Hier nehmt das. Es ist nicht viel, aber immer noch besser als die Waffe, die ihr bei euch tragt. Ihr werdet euch größeren Gefahren stellen müssen und als Kommandant von Azildia dafür gerüstet sein. Diese abgenutzte Waffe wird dafür nicht ausreichen. Sprecht mich wieder an, sobald ihr diese Waffe ausgerüstet habt. Rüstet Novize Arsenal Langbogen aus. Ja. Tun wir. Was macht uns da denn besser? Wir verlieren physischen Angriff und gewinnen Magieangriff. Wir kriegen Genauigkeit. Okay. Gut, diese Waffe ist zwar nicht vom Allerfeinsten, aber sie wird euch gute Dienste erweisen. Wenn ihr neue Ausrüstung erwerbt, vergesst nicht, sie auch vor eurem nächsten Kampf auszurüsten. Wenn ihr siegen wollt, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ihr die beste euch zur Verfügung stehende Rüstung verwendet. Ausrüstung verwendet. Gut. Dann gehen wir mal. Was war das? Elche jagen. Elche jagen. Irgendwo da draußen. Wenn ich so auf die Karte gucke, dann müssen wir wahrscheinlich da raus. Oder? Aber der Pfeil zeigt da lang. Also der Pfeil zeigt aber nur ins Gebiet. Ich denke, wir müssen hier raus. Was ist das hier noch so für so ein weißes Symbol da vor mir? Warte mal, da, ne? Okay. Ist mir egal. Hey! Töte doch nicht einfach alle! Ich will auch noch Elche haben! Gegenstandstruhe, Elchfleisch und Sternenpulver. Aha. Okay, wenn ihr das sagt. Oh, hallo Elch. Ich mache jetzt gerade mal nur leichte Angriffe. Mal zu gucken, wie viel Power das Ding hat. Vorhin konnte man das ja überhaupt nicht so richtig sehen. Und da habt ihr das E gesehen. Habt ihr das E aufploppen sehen? Wenn ein Gegner am Boden liegt, dann kann man finishen. Noch ein. Da liegt er wieder. E. Zack. Ah, einmal noch. Und? Gestolpert. Jetzt habe ich gelesen, statt zu drücken. Deswegen war ich zu spät dran mit der Action-Taste. Egal. Ich glaube, ihr habt es gesehen mit dem E. Und, wer bist du? Doigella? Gott sei Dank sind wir noch am Leben. Ja. Ah, ich finde, die sehen alle schon sehr schick aus, ne? Was wirkt auch recht lebendig hier. So, man hört jetzt nicht sonderlich viel Getratsche und Atmosphäre. Ist natürlich ein bisschen schade. So, man könnte hier viel mehr Leute stöhnen hören, klagen hören, schimpfen hören.
Aber jetzt so rein von der Atmosphäre her, von der Masse der Leute, ist das schon echt gut. Okay, essen. Ihr habt da wirklich viel Elchfleisch gebracht. Das wird reichen, um jedem ein anständiges Mahl zu bieten. Und was kriegen wir dafür? Einen weiteren Regenerationstrank. Und eine neue Quest bei... Ah, hier, Priesterin Sarah. Glück im Unglück. Wenn man sich die Schäden im Dorf so ansieht, ist es fast ein Wunder, dass es nicht mehr Tote zu beklagen gibt. Wir konnten die Enka Blossi mit minimalen Verlusten abwehren. Gepriesen sei Nibel, der über uns gewacht hat. Und Knubbeline. Verletzter Söldner. Knubbeline, ihr seid so ein großes Risiko eingegangen. Ihr wärt beim letzten Mal fast draufgegangen. Warum seid ihr so unbedacht? Nun, es ist gut, dass ihr jetzt in Sicherheit seid. Könnt ihr mir helfen? Der Kampf ist hart und wir haben viele Verwundete. Die Heiler und ich sind zu sehr damit beschäftigt, die Schwerverletzten zu versorgen und haben keine Zeit für die anderen. Wir sollen uns zuerst um die Schwerverletzten kümmern, aber die anderen brauchen auch erste Hilfe. Würdet ihr euch um die verletzten Söldner kümmern? Ja. Ihr könnt sie in den westlichen Straßen des Dorfes finden. Kann ich euch diese Sache anvertrauen? Was kriegen wir dafür? Ja, könnt ihr anvertrauen. Mal gucken, wo dieses Dings auf der Minikarte hinzeigt. Guck mal, das war hier ist doch ein Händler, oder? Händler für Konsumgüter. Stufe 2, Stufe 1. So, die brauchen wir ja nicht mehr. Und dieser Bogen? Handel nicht möglich? Zerstören nicht möglich? Warum kann ich den nicht verkaufen? Hey, you! Egal. Ja, we've got enough potions. Enough potions. Da. Namenlose Söldner. Sollen wir jetzt heilen oder taufen? Ich heile dich und taufe dich auf den Namen Gerd. Dich heile ich und taufe dich Bertram. Und da hinten ist noch einer. Und du bist Brunnenbob. Und du heißt Jürgen. So, guck mal, wir dürfen nur 4 Stück heilen. Du musst jetzt leider sterben. Namenlose Söldner Sanchez. Macht keinen Sinn, aber okay. Vielen Dank, dass ihr uns geheilt habt. Sarah macht sich wohl Sorgen um uns, was? Das muss sie nicht. Verwendet Erste Hilfe, XP, Belohnung, alles klar. Verbleibende Bedrohung. Wir können euch keine Bezahlung bieten für das, um was wir euch nur bitten, aber ihr müsst zur Sicherheit der Dorfbewohner und uns Söldner die Gnolle im Süden erledigen. Nach dem letzten Kampf sind noch weniger Söldner und Milizen übrig und diese Gnolle können es kaum erwarten, das Dorf zu überfallen. Wenn man nichts gegen sie unternimmt, wird das Dorf bald verloren sein. Bitte, ich flehe euch an. Jawohl. Was kriegen wir da? Ein Schulterstück. Bitte um Rache. Übrigens, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Wir sind... nun ja, ich habe das Recht verwirkt, meinen Namen nennen zu dürfen. Wir haben versagt bei dem Versuch, unseren Hauptmann im Kampf zu beschützen. Ah, Hauptmann, könntet ihr uns bitte helfen? Wir wollen unseren gefallenen Hauptmann rächen. Nur dann können wir wieder unser Plan aufhalten. Es geht um die Gnolle, die aus den westlichen Bergen herabgestiegen kam. Wir verteidigen die westliche Flanke der Front im Kampf um die Graunebelstraße. Wir wurden völlig überrumpelt. Aber so können wir nicht alleine gegen sie vorgehen. Bitte könnt ihr euch für uns an ihnen rächen. Es tut mir leid, aber manchmal habe ich mit solchen Sätzen einfach Schwierigkeiten. Wenn ich die vorher noch nicht gelesen habe und ich lese das in einem Stück und da kommt dann sowas wie, bitte könnt ihr euch für uns an ihn rächen. Das sind irgendwie zu viele, wie nennt man das? Ich-Wörter? Bezeichnungen? Fürwörter? Kompliziert. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Bevor wir die Gnolle töten, gucke ich auf die Uhr und wir haben wieder eine halbe Stunde voll. Das heißt, ihr müsst leider auf die nächste Folge warten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.
Thank you.